Sonntag, der 7. März 2010. Fahrt zu Michael Obernauer nach Aurach bei Kitzbühel. Es hat geschneit und ist kalt. Gute Voraussetzungen für Aufnahmen im Wildpark Aurach. Unterwegs mache ich in der 2000 Seelengemeinde Oberndorf einen Abstecher zum Ortsteil Bichlach. Eine Anhöhe mit Bauernhöfen und freien Blick auf die umliegenden Berge. In der Teilfraktion Hasenberg wurde letztes Jahr ein neuer Wasserhochbehälter gebaut. Damit ist die Frischwasserversorgung der umliegenden Ortsteile auf Jahre hinaus gewährleistet. Wir sind da in der Felder Hasenberg. Ich bin die Bäuerin da, Marie-Therese Hück. Ja, wir haben 8 Kühe, ein paar Jungviecher, ein paar Facken haben wir, Schafe. Ist Fremdverkehr da? Ein bisschen. Aber ganz wenig. Ich habe eine Ferienwohnung und die hat 2 Zimmer. Das ist eigentlich alles. Im Sommer haben wir einen Bodenteich unten. Wie viele Leute seid ihr da auf dem Hof? Ja, wir sind 4 Generationen. Weiter geht's am Kitzbüheler Horn entlang zur Stadt Kitzbühel. Der Ort hat durch seine enormen Wintersportmöglichkeiten Weltruhm erlangt. Die örtliche Bergbahn AG ist Österreichs größtes Seilbahnunternehmen und erhält 53 moderne Liftanlagen und erstreckt sich über 7 Gemeinden. Rund 170 Kilometer präparierte Pistenkilometer mit 33 markierten Skirouten sind im Angebot. Mein Name ist Elisabeth Delius, ich komme aus München und habe meinen Zweitwohnsitz auf der Insel Sylt an der Nordsee und meinen Drittwohnsitz habe ich hier in Kitzbühel. Ich bin hier sehr gerne und war auch schon immer gern hier in Kitzbühel, Österreich. Ich liebe diese Gegend hier und bin hier auch sehr viel im Wildpark Aurach. Ich war auch früher sehr viel mit meinem Sohn hier heroben, der sehr naturverbunden ist, wie ich es auch bin. Der Wildpark Aurach wurde im Jahr 1972 von Dr. Heinrich Prinz Reuß auf dem Areal des Branderhofes der Familie Plätzer errichtet. Als sich 1977 Prinz Reuß aus dem Geschäft zurückzog, übernahm die Familie Plätzer den Betrieb, der seit damals mit sehr viel Engagement und großer Verantwortung geführt wird. Heute ist der Wildpark Aurach mit einer Fläche von 40 Hektar ein Naturidyll, in dem sich ca. 200 heimische und exotische Tiere befinden. Die meisten Tiere können sich frei bewegen und so von Besuchern aus nächster Nähe beobachtet werden. Die Hauptattraktion im Winter ist die tägliche Wildtierfütterung. Branderhofstube ist ein sehr netter, individueller Platz und wie gesagt, diese Gaststube ist mit sehr viel Charme eingerichtet und sie ist auch sehr bekannt geworden durch Hansi Hinterseer, der hier schon einige Filme gedreht hat.